britischer Kolonialverwaltung erinnern. Die Jüngeren wachsen in dem Bewusstsein der ethnischen Trennung auf. Allerdings ist die Grenze durchlässiger geworden. Mehrere Übergänge wurden geöffnet, zuletzt einer vor 2 Monaten in der Hauptstadt Nikosia. Der Durchbruch der sogenannten zyprischen Berliner Mauer sollte den Willen der beiden Volksgruppen zur Versöhnung zeigen. Grenze und Übergänge werden nach wie vor von den UN-Soldaten bewacht. Ungefähr 900 Blauhelme sind noch auf Zypern stationiert. Ihre Aufgabe ist aber nicht nur die Kontrolle des Grenzstreifens, sie leisten auch humanitäre Hilfe. Jeden Mittwochmorgen, ein Hilfskonvoi der UN überquert den Checkpoint Lidra Palace in Nikosia. Unterwegs in die international nicht anerkannte türkische Republik Nordzypern, um dort die sogenannten Eingeschlossenen zu versorgen. Nach der türkischen Invasion 1974 waren es ca. 20.000 griechische Zyprer. Heute leben im Nordteil der Insel noch 591 von ihnen. Das Haus von Andreas Christou ist die erste Station. Einige Grundnahrungsmittel und Gas werden gebracht, seit 34 Jahren. Unterstützung von der Regierung im Süden. Der alte Mann und seine Frau sind heute die einzigen Griechen im Dorf Aios Andronikos. Sie haben ausgeharrt, immer in der Hoffnung, dass Zypern wieder zusammenfindet. Ich habe es 1000-mal bereut, wenn ich gewusst hätte, dass die Situation so lange anhalten würde. Es sind Worte tiefster Traurigkeit, aber er hat auch Zuversicht. Jetzt kann immerhin mal ein Verwandter oder ein Freund vorbeikommen. Es ist nicht mehr so wie früher, wo alles sehr viel schwieriger war. Die Grenzen sind durchlässig geworden, aber die Wiedervereinigung lässt weiter auf sich warten. Ein Thema, das der UN-Kommandant nicht bewertet, nur kurz seine Arbeit. Ich würde sagen, diese Transporte sind nach wie vor wichtig. Hängt natürlich von den individuellen Fällen ab. Und mehr möchte ich dazu nicht sagen. Die Lieferung hier ist angekommen, keine Zeit für weitere Gespräche. Der Alte winkt zum Abschied und ruft hinterher, bis nächste Woche. Der Konvoi fährt weiter, es stehen noch einige Adressaten auf der Liste. Der nächste Ort, Sipahi, auf Griechisch Aia Triada. Im Ortszentrum wartet man schon, es ist jeden Mittwoch das gleiche Bild. 75 Griechen leben hier, noch heute. Eine Minderheit im eigenen Dorf, die meisten Mitbewohner sind Türken vom Festland, die nach der Invasion hier angesiedelt wurden. Die Situation untereinander, so hören wir zumeist, sei seit der Öffnung der Grenzen freundlicher geworden. Keine Zeit für lange Aufenthalte, die Karawane zieht weiter. Wir haben das Gefühl, man will auch uns nicht allzu sehr Gelegenheit geben, nachzufragen. Ankunft im größten Dorf im Nordosten, eine Moschee und eine Kirche im Einklang in Dipkapas, dem früher griechischen Risokapassos. Hier lebten früher 2500 griechische Zyprioten, heute sind es immerhin noch 250. Auch hier wartet man bereits sehnsüchtig auf die wöchentliche Lieferung. Es ist schön, hier helfen zu können. Eine schöne Aufgabe. Und es ist eine nette Geste der Vereinten Nationen, diesen Leuten zu zeigen, dass an sie gedacht wird, dass sie nicht vergessen sind. Seit die Grenze offen ist, hat sich hier die Atmosphäre verändert. Die Leute sind vertrauter miteinander, reden mehr miteinander und lernen sich kennen. Ja, die Atmosphäre ist jetzt viel freundlicher. Trotzdem spüren wir bei unseren kurzen Gesprächsmöglichkeiten, dass dies nicht jeder hier so sieht. Immer noch, so sagt einer der Griechen, würden sie hier unterjocht, bekämen keine gute Arbeit und wären auf solche Hilfslieferungen angewiesen. Die türkischen Mitbewohner sehen das ganz anders. Sie haben alle die gleichen Rechte. Es gibt keine Unterschiede. Sie können so arbeiten wie wir, sie können ihre Felder bestellen wie wir. Alles ist gleich. Nur sie bekommen noch zusätzliche Unterstützung. Geld aus dem Süden. Es geht ihnen besser als uns. Man spürt es, die Wiedervereinigung in Zypern ist nach wie vor auf einem schleppenden Weg. Vorwürfe auch von der griechischen Familie Chalpas, auch Empfänger der Hilfslieferung, weil man ohne die nicht zurechtkäme. Mein Mann hat zum Beispiel mal einen Bus gekauft, um damit zu arbeiten, weil es auch mit der Unterstützung aus dem Süden einfach nicht reicht. Er wollte hier einen Schulbus betreiben für 67 Kinder, aber er hat keine Genehmigung bekommen. Einfachste Lebensbedingungen für die 7-köpfige Familie, aber Hoffnung auf Zusammenführung. Es hat sich schon ein bisschen was verändert und wir hoffen weiter, dass sich noch mehr verändert, dass die Dinge endlich besser werden. Ein bisschen Bewegung ist da in Sachen Wiedervereinigung.